Ein herzliches Hallo. Schön, dass du heute dabei bist am ersten Advent. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen, es gibt jetzt jeden Tag ab dem 1. Dezember eine Videobotschaft von 3 bis 5 Minuten. Schauen wir mal, wie kurz ich sie wirklich halten kann. Und zu den verschiedensten Inputs, egal ob es dann mal Dankbarkeit ist, ob es Wertschätzung ist, einfach Zeit für dich. Denn gerade jetzt im Advent und eigentlich wäre es so und so immer relevant, dir Zeit für dich zu nehmen. Aber gerade jetzt in dieser Zeit besinnen wir uns oft wieder darauf, dass man sich denkt, ah okay, eigentlich sollte ich ja doch etwas mal für mich machen. Und vielleicht hast du jetzt gerade durch Corona, durch den Lockdown, durch alles, was da gerade im Außen passiert, auch wirklich den inneren Antrieb, dass du merkst, okay, im Außen bekomme ich keine Sicherheit mehr, im Außen bekomme ich keine Stabilität, also darf ich sie wieder bei mir suchen. So wie im Außen gerade die Nächte immer länger werden, das heißt, die dunkelste Zeit des Jahres steht ja bevor, wir sind eigentlich schon mittendrin, denn jetzt wird es immer dunkler, damit dann am 21. Dezember bei der Wintersonnenwende das Licht wieder geboren werden kann und sich dann am 24. manifestiert. Also man sagt, am 21. wird das Licht geboren und dann braucht es 3 Tage, um sich wirklich zu manifestieren. Die Zeit bis dahin, der Advent, sind ja 4 Adventssonntage. Das heißt, wir haben 4 mal 7. Das sind 28 Tage insgesamt und 28 Tage sind auch immer ein Mondzyklus. Und diese Mondzyklen kennen manche vielleicht schon, die sich mit den Organen beschäftigt haben. Das sagt man, ist der Kreislauf des Lebens. Da erschaffen wir uns regelmäßig neu. Wir haben so einen Zyklus im Kleinen. Wir haben den tagtäglich, wenn der Mond durch die Organe durchgeht, alle 2 Stunden kann man das wechseln. Man kann aber auch diesen großen Zyklus hernehmen und da wandert der Mond alle paar Tage in ein anderes Organ und so werden wir als Mensch quasi erschaffen. Und das ist die körperliche Ebene. Jetzt kannst du für dich aber auch, wenn du sagst, okay, ich bleibe nur auf der körperlichen Ebene, das ist auch völlig in Ordnung. Wenn du aber für dich dran sagst und glaubst, okay, da gibt es vielleicht doch noch mehr. Und das ist eine Zeit, wo einfach immer wieder oder immer mehr das Bewusstsein, dass es da noch etwas mehr gibt als eben nur den Körper und dass es vielleicht doch auch so etwas wie eine Seele oder einen Geist gibt. Und wenn du da auf diese Reise gehen möchtest, dann kannst du genau diese 28 Tage jetzt für dich nutzen. Für dich, um wieder in dein Inneres zu kommen, auf dein Licht wieder zu schauen. Und zwar, jeder von uns hat dieses Licht in sich. Wir suchen sehr oft das Licht und die Erleuchtung und die Weisheit und das Wissen im Außen. Und gerade zu der Zeit jetzt merken wir, dass das mit der Wahrheit und mit dem Wissen im Außen da gar nicht so einfach ist, weil dir so vieles präsentiert wird als wahr und als das, was richtig ist. Und da darfst du für dich jetzt schauen und hast für dich die Möglichkeit zu überprüfen, ist das auch wirklich meine Wahrheit? Und das werde ich nicht schaffen, wenn ich das mal alle so, weiß ich nicht, 1, 2 Minuten irgendwo schnell zwischendurch versuche zu prüfen, sondern dafür darf ich für mich in die Stille gehen. Da darf ich für mich wieder auf meine innere Stimme beginnen zu hören. Und viele haben noch Angst davor. Das ist so ein, oh Gott, da ist irgendwo Dunkelheit, da sind irgendwo Schatten. So wie das Außen jetzt dunkel wird und für manche schon sehr dunkel ist, also ich kenne viele, die schon sagen, 2020 ist die ganze Zeit nur ein dunkles Jahr. Man sieht immer, es gibt verschiedene Sichtweisen. Und jeder kann für sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Bist du in der Dunkelheit und siehst einfach alles nur negativ oder entscheidest du dich und sagst, okay, aber irgendwo in dem Dunklen muss ja ein Licht sein. Und jetzt kann es sein, dass du noch darauf wartest, dass da irgendwo von außen das Licht kommt oder du nutzt jetzt diese Zeit und sagst, okay, gut, so wie es im Außen jetzt dunkel wird, ich nutze diese Zeit jetzt in meine Schatten zu gehen. Das heißt, ich nutze jetzt die Zeit, für mich ins Innere zu gehen und da mein Licht wieder zu entzünden. Wenn du möchtest, kannst du dich dazu einfach einmal heute mit deiner Kerze hinsetzen, die du am Adventkranz angezündet hast, und einfach mal dir dieses Licht einmal anschauen. Was macht das mit dir? Oft wird man sehr still, wenn man sich eine Kerze anschaut und dann merkt man oft, wie viele Gedanken eigentlich im Kopf sind. Und umso länger du dich mit dieser Kerze beschäftigst, diese Wärme, vielleicht berührt es dich dann, vielleicht spürst du es im Herzen. Und dann stell dir mal vor, du hast so eine Kerze, du hast so ein Licht auch in dir. Und die kannst du ausdehnen. Dieses Licht kannst du größer werden lassen. Dann probier es mal aus, wenn du möchtest. Wenn du einen dunklen Raum hast, der stockdunkel ist, und du stellst eine Kerze hinein, dann ist der Raum bereits erhellt. Und genau das passiert gerade jetzt in dieser Adventzeit oder kann passieren, wenn jeder von uns wieder erkennt, dass du selber so eine Kerze bist. Dass du selber einen dunklen Raum, ganz egal wie finster und wie dunkel und wie unmöglich der ist, dass du als Kerze diesen Raum wieder erhellen kannst. Und egal wie deine Umgebung ist, ja, vielleicht sind ganz viele von deinen Freunden, von deinen Bekannten, von deiner Familie
auch in dieser Dunkelheit drinnen und haben das Gefühl, sie sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht. Vielleicht kannst du helfen, nicht, dass du ihnen dein Licht gibst, sondern dass du für dich einfach wieder dein Licht entzündest. Und da möchte ich euch gerne im Advent begleiten und eben jeden Tag, dass wir da eine Übung machen, dass ich euch ein paar Inspirationen gebe, wo du für dich einfach einmal schauen kannst, wie steht es bei mir um meine Wahrheit, wie steht es um mein Licht, wie steht es um meine Liebe. Und einfach so wieder den Zugang zu dir selber findest. Denn in der Adventzeit haben wir die Möglichkeit, uns auch unseren Schatten zu stellen. Früher war es nämlich so, der Adventkranz ist auf der einen Seite ja ein Symbol des Sieges, und zwar das Licht siegt über die Dunkelheit. Und das Rad, also der Kranz, das bedeutet auch das Rad des ewigen Lebens. Die Schöpfung, das Leben erschafft sich immer wieder neu, und wir sehen es in der Natur. Etwas stirbt, etwas geht zu Ende, ein Zyklus, und es kommt immer wieder etwas Neues. Früher war es eben so, dass die Menschen Angst gehabt haben, was ist, wenn die Sonne, wenn das Licht nicht wiederkommt, und haben deswegen Opfergaben dargebracht oder haben zu ihren Göttern gebetet. Und jetzt ist es so, wir wissen ja, dass die Zyklen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, dass es immer wieder aufs neue Zyklen gibt. Und bis jetzt war es noch nicht wie bei Asterix und bei den Galliern, dass uns irgendwo der Himmel auf den Kopf gefallen ist, sondern bis jetzt war es doch so, dass auf den Winter auch wieder dann der Frühjahr oder das Frühjahr folgt und dann auch wieder der Sommer. Und genauso ist es bei dir, bei den inneren Zyklen. Also wenn du jetzt für dich gerade das Gefühl hast, du bist in der dunkelsten Dunkelheit, in deinen Schatten drinnen, dann kannst du dir ganz, ganz sicher sein, im Leben gibt es immer wieder das Licht, es kommt immer wieder etwas anderes. Denn der Adventkranz, die vier Kerzen, die stehen auch für die vier Himmelsrichtungen oder stehen auch für vier mögliche Wege, die du gehen kannst. Das heißt, wenn du in der Dunkelheit drinnen bist, wenn du still wirst und für dich mal spürst, okay, wo stehe ich gerade, dann hast du nachher die Möglichkeit, mit deinem Licht verschiedenste Wege auch zu beleuchten und zu erkennen. Denn von außen werden dir diese Wege oft nicht ausgezeigt. Das Außen wird dir sogar vielleicht alles Mögliche noch wegnehmen, um dir zu zeigen, hier erfährst du absolut keine Hilfe oder hier bekommst du keine Antwort. Die Antwort ist in dir und die war auch schon immer in dir. Und deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn jeder von euch wieder beginnt, auf sich selber zu schauen, in die eigene Mitte zu gehen und da zu sagen, okay, ich lasse mein Licht jetzt wieder leuchten. Und vielleicht ist es dann so, dass wir am Ende dieser Reise, dieses Adventkalenders und dieser Adventreise am 21. gemeinsam dann die Lichter schon entzündet haben, dass du für dich schon merkst, hey, da hat sich schon echt etwas verändert und auch in deinem Umfeld hat sich schon etwas verändert, dass da vielleicht wieder eine neue Vision entstanden ist, dass man sagt, gut, alles Alte, denn du kannst diesen 28-Tage-Zyklus auch dafür verwenden, alles Rückschau zu halten, das heißt alles Alte loszulassen, wo du sagst, das brauche ich nicht mehr oder das sind Muster, gut, in dem Jahr habe ich echt nochmal alles durchgemacht, was ich eben nicht möchte, und dann bist du schon sehr gut dabei, wenn du schon mal weißt, was du nicht möchtest. Und dann kannst du jetzt zum Beispiel diese Zeit auch nutzen und schauen, was möchte ich denn eigentlich? Was möchte ich für das neue Jahr? Und ich denke mal, jeder von euch kennt diese Affirmationen, wo man alle möglichen Wünsche und alles Mögliche schon aufgeschrieben hat und sich dann meistens nach 2 oder 3 Wochen enttäuscht denkt, das wird ja eh nichts oder ich halte mich eh nicht dran. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge nicht nur aufzuschreiben, sondern sie jeden Tag tagtäglich zu tun. Denn ein leichtes, ein glückliches, ein erfülltes Leben, das ist harte Arbeit. Auch wenn euch viele im spirituellen, im esoterischen Bereich oft erzählen, du brauchst nur Licht und Liebe sein, dann glaubt mir, das ist manchmal schwerer, als man denkt, Licht und Liebe zu sein. Und zwar Licht und Liebe zu bleiben, egal was im Außen passiert und egal was im Außen ist. Das ist harte Arbeit an dir selbst. Das Außen kann ich nicht verändern, aber ich kann mich selbst verändern und ich kann für mich selber wieder Licht sein. Und deswegen wünsche ich euch allen heute einen wundervollen und schönen ersten Advent mit eurem eigenen Licht. Wenn ihr euch mit eurer Kerze hinsetzt und euer Licht wieder strahlen lasst, wieder größer werden lasst und wieder leuchten lasst. Und ich freue mich sehr, wenn ihr die Videos oder die Beiträge teilt und gerne auch eure Freunde, eure Bekannten einladet. Und umso mehr Lichter wir sind, wer weiß, was dann alles passieren kann. Und jeder, der berührt und erreicht wird, ist ein Licht mehr auf der Welt, der etwas verändern kann. Denn das heißt nicht umsonst, sei du die Veränderung, die du gern in der Welt sehen möchtest. Und so wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren und wunderschönen, lichtvollen ersten Advent. Schön, dass du da bist, dass du dabei gewesen bist. Und ich freue mich, wenn du weiterhin zuschaust und weiterhin bei den Übungen und bei den Meditationen mitmachst. Baba!